Hallo, Ralf Tüttetek hier mit einem neuen Video zum Thema Comics. Und zwar zeige ich euch heute alle meine Comics zu Serien bzw. Comics zu Filmen. Ja, das sind einige. Mal gucken, wie lange das Video geht. Ich habe ein Comic zu der TV-Serie Kung Fu mit David Carradine. Ist das einmal? Ich habe einen Comic zu dem Film Bakarō Banzai, die achte Dimension. Ist einmal das hier? Ich habe einen Comic zu dem Film Der Wüstenplanet. Aber die alte Verfilmung, also die aus den. Ich meine, die ist aus den 80ern oder so. Also das haben wir das Comic hier. Ich habe einen Comic zu dem Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Ich habe einen Comic zu Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ich habe einen Comic zu dem Film Superman 2. Ich habe einen Comic zu Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Ich habe einen Comic zu Das Imperium schlägt zurück. Da gibt es zwei Comics von. Das ist einmal Band 1 und das ist Band 2 von Das Imperium schlägt zurück. Ich habe das Comic zu dem Star Wars Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das ist einmal das hier. Ich habe einen Comic zu dem Film Superman 3, der stählerne Blitz. Ich habe einen Comic zu Star Trek 3, auf der Suche nach Mr. Spock. Ich habe einen Comic zu dem James Bond Film Octopussy. Ich habe einen Comic zu dem James Bond Film Lizenz zum Töten. Sagen wir das hier. Ich habe einen Comic zu dem Zeichentrickfilm Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ich habe einen Comic zu Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Ich habe einen Comic zu dem Film Supergirl. Ich habe einen Comic zu dem Film Der dunkle Kristall. Ich habe das Comic zu dem Film Star Trek 6, Das unentdeckte Land. Ich habe einen Comic zum Film Flash Gordon. Ich habe einen Comic zu dem Film Fantastic Four. Ich habe einen Comic zu einem X-Men-Film.
Ich habe einen Comic zu dem Film Planet der Affen, aber der mit Mark Wahlberg, der Film. Ich habe einen Comic zum Film Hulk. Ich habe einen Comic zum Film Superman Returns. Ich habe das Comic zum Film Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ich habe das Comic zu Rogue One, A Star Wars Story. Ich habe das Comic zu dem Star Wars Film Die letzten Jedi. Ich habe das Comic zu Solo, A Star Wars Story. Und ich habe das Comic zu dem Film Watchmen. Dazu muss ich allerdings sagen, es gab erst das Comic Watchmen und dann gab es den Film, also in der Reihenfolge. Ja gut, mein längeres Video von mir, ne? Alle meine Comics zu Filmen und Serien, die ich habe. Und das war's mit diesem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.